Und da sind wir wieder, CCR Automotive, Classic Cars, E36 Projekt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr wisst, das letzte Mal Katzentreppe haben wir installiert. Geile Optik, geile Geschichte. Schaut euch das Video an, ist in der Serie mit verlinkt. Jetzt machen wir noch einen Heckflügel. Was haben wir da? So ein Design, so ein bisschen angelehnt. Wie sagt man, der Börzel oder, ne? Genau. Kennt man so auch ein bisschen aus dem älteren Fahrzeug. Ich glaube, beim Porsche 911 war das damals. Da gab es auch dann irgendwie mit Börzel und so. Aber kennen sich die Porsche-Enthusiasten sicherlich besser aus als ich. So, wir bereiten das Ganze wieder vor. In dem Fall haben wir unser lackierfähiges Material genommen. Wie man das lackiert, gibt es auch ein Video dazu bei uns. Einfach mal reinschauen. Der Steffen hat da mal gezeigt, wie man das ABS-Kunststoff in unserem besten lackiert. In dem Fall lackiert im Originallack, wie heißt der? Abusblau. Wirklich eine der coolsten E36 Lacke, sage ich mal. So, hier haben wir wieder unsere Trägerbandabzugshilfe installiert. Wie immer beim Montieren, reinigen, Fett muss weg. So, das ist auch einer der Heckflügel, die wir jetzt geschlossen anbieten. Ist natürlich ein Ticken aufwendiger, deswegen auch ein Ticken teurer als die anderen Modelle, die wir haben. Aber so ist das halt mal, weil sie hat ja im Endeffekt zwei Schalen, obere, untere. Ein bisschen höherer Materialaufwand und auch konstruktiv und so weiter. Dann machen wir mal kurz noch eine Passformprobe. Das schaut doch gleich klasse aus. So muss doch das sein. Wir haben hier unten auch das BMW-Logo schön ausgespart, damit jeder weiß, was das für ein Fahrzeug ist, was ihn gerade überholt hat. Dann mitteln wir kurz aus. Das ist natürlich das A und O. Weder links noch rechts wollen wir unterschiedliche Maße haben. Wir sitzen einen Tick vor dem Heckklappenende, weil beim Auf- und Zumachen der Heckklappe wollen wir das Ding nicht abschlagen. Also ich gehe mal davon aus, wir hatten ein geteiltes Klebeband, also eins da und eins da. Tja, Sie hätten vielleicht hier auch so eine Abziehhilfe installieren sollen. Ja, wär was gewesen. Müssen wir halt ein bisschen rumpuppeln, aber das kennen wir ja schon. Ja, das Leben geht weiter deswegen. Also solltet ihr den hier dran bauen, dann empfehle ich euch, ne? Klebeband 1, 2, 3, 4. Also 4 Abziehhilfen zu installieren. Dann würde ich sagen, ich lasse die Jungs dann nochmal popeln. Wir sind ja so weit am Ende, wir wollen das Video ja kurz halten. Also, hier in dem Fall, lackierfähige Variante. E36, ich sag jetzt mal Börzel Heckflügel. Ich glaube ziemlich cool, weil oben und unten geschlossen. Und ja, es geht noch weiter. E36 Classic Projekt Heckansatz, da sollte noch was kommen. Deswegen abonnieren, liken und bis demnächst. CCR.